Ja, liebe Freunde. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen The Division Video. Ich dachte gerade, ich wollte gerade die Aufnahme starten, da fängt die Alte an, Gitarre zu spielen. Da dachte ich mir, ja, dann nehmen wir das doch direkt mit rein in die Aufnahme. Ich mache gerade ein bisschen hin, dass ihr mich noch hört, hier sonst das Gedüdel so laut. Ja, ich habe mir heute gedacht, ich mache euch mal ein neuer Special-Video, beziehungsweise einfach ein neues Video quasi. Das haben wir heute schon den 5.1. Und deswegen dachte ich mir, ich mache euch trotz allem ein kleines Special-Video. Etwas, wo ich die längere Zeit darauf hingespart habe, damit ich euch das quasi ermöglichen kann. Denn ich wollte euch mal ein kleines Update geben, was es überhaupt hier gear-technisch gibt. Also was ich aktuell an Gear habe, denn das letzte Gear-Video ist ja auch schon ein bisschen her. Ich muss hier mal das Gedüdel geht mir echt auf den Keks. Ich muss mal gerade hier mal ein bisschen gucken, dass ich mal wegkomme, dass wir vielleicht Ruhe haben von der Alten, ne? Hört gar nicht mehr auf zu spielen. Eben war die ganze Zeit Ruhe. Ich denke so, wo haben wir eine schöne Location zum Aufnehmen? Und, ja, nehmen wir hier auf. Hier ist schon ruhig. So, und zwar, ich hatte mir überlegt gehabt, ich zeige euch ein kleines Update, um euch einfach mal mein Gear zu zeigen, was ich momentan besitze. Ja, der letzte Stand war, den ihr mitbekommen habt, müsste die Weste gewesen sein, die ich mir geholt hatte aus dem Survival-Modus. Ich habe hier noch zwei Kisten, die können wir mal direkt aufmachen. Da was Schönes drin haben. Okay, Handschuhe brauche ich nicht. Und Dark Zone Behälter. Ja, irgendein Truppenschoner. Nee, also sag mal, was ich momentan am gucken war, ich habe auf jeden Fall das Item neu gehabt und ihr seht jetzt natürlich auch mein Alpha-Bridge-Set, das bin ich ja letztes Mal schon eingegangen, deswegen werde ich jetzt nicht sonderlich darauf eingehen, sondern wirklich nur ein kurzes kleines Update geben. Und zwar, ihr seht, ich habe zweimal eine Alpha auf LVOC momentan equipped, das hat einen Hintergrund, den erkläre ich euch gleich. An der Weste hat es nichts geändert, das ist immer noch die Weste, die ich aus der Dark Zone gezogen hatte, beziehungsweise aus dem Survival-Modus. Und ansonsten habe ich hier momentan hier die vier Alpha-Bridge-Teile und hier momentan einen taktischen Holster. Hier gibt es auch noch was anderes, aber der ist auch nicht wirklich besser. Also ist der, kann man den auch direkt zerlegen hier. Ich habe momentan einen taktischen Holster equipped. Das ist momentan das Einzelne. Einzelne macht es natürlich keinen Sinn, wenn ich hier weiterhin ein Set-Item equipped habe, denn das würde mir nichts bringen. Ich kriege hier nicht mehr als diesen 4er-Bonus. Einen 5er-Bonus gibt es nicht. Und für ein zweites Set-Item bräuchte ich halt zwei Teile und die Weste will ich auf gar keinen Fall wechseln. Deswegen hatte ich quasi hier, konnte ich hier irgendein Teil reinpacken, was einfach nur die Werte entsprechend hochzieht, wie ich letztes Mal auch angekündigt hatte. Ich sagte ja, ich will irgendwas da finden. Jetzt habe ich erstmal eins gefunden. Das ist ganz okay. Das Schöne an dem Teil ist noch, dass gelb ist, hat natürlich ein Talent drauf. In dem Fall ist es so, dass ich 2% der maximalen Gesundheit beim Laufen von Deckung zu Deckung allen 1 Meter erhalte. Das ist eigentlich ganz nice. Da gibt es Besseres. Da habe ich noch einen gesehen, da kriegt man irgendwie einen, wenn man quasi innerhalb einer Deckung ist und länger als 4 Sekunden in der Deckung ist, kriegt man 15% mehr Rüstung dazu oder so. Das ist ziemlich cool. Deswegen denke ich mal, dass wenn ich langfristig gucke, dass ich das irgendwie gewechselt kriege, das mit dem Talent bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Aber die Werte an sich sind top. Also ihr seht das ja in der Zähigkeit und so. Das ist alles schon echt sehr super. Ansonsten an Leistungsmod, habe ich jetzt permanent equipped die 6% erste Hilfe Selbstheilung, die ändere ich auch nicht, die lasse ich immer drin. Was ich allerdings jetzt immer wechsle, quasi je nachdem was ich mache, ob ich halt PvP, also der Dark Zone mache oder PvE halt irgendwie irgendwelche Missionen und so weiter, ist halt, ich switche den Leistungsmod von dem Schoner und den Leistungsmod von dem Rucksack. Da ist momentan equipped, das ist hier, Moment, welcher ist diese beide? Ach ja, die sind beide equipped, genau, ihr seht geschützt Lebensdauer. 6 plus 6% Geschützlebensdauer bei beiden. Und ja, genau, zweimal Geschützlebensdauer. Ich wusste gar nicht, dass ich hier zwei Leistungsmods habe, das ist interessant. Jo, genau, und ansonsten, und hier halt, hier haben wir halt noch drauf auch nochmal geschützt Wirkzeit, genau, zweimal Lebensdauer, einmal Wirkzeit. Das macht das Ganze natürlich quasi nice, denn ich habe mir natürlich auch eine Geschütz equipped jetzt quasi. Ich hatte zeitlang diese Rollgranaten da benutzt, aber fand dann das Geschütz doch um einiges cooler mit dem Flammenperk quasi. Das ist ganz cool in der Dark Zone, fackelt auch ein paar NPCs ab und so und man kann halt auch ein paar Spieler in Schach halten damit. Deswegen dachte ich mir, ich probiere das mal aus, wie ich damit klarkomme. Das ist jetzt mehr oder weniger neu. Ich habe gestern mir equipped und fand es eigentlich ganz cool. Ja, aber ansonsten, genau, ja, die LVOC, da geht noch drauf ein. Ihr seht jetzt hier eine LVOC, das ist quasi, ja, 172.000, das ist meine alte LVOC, die ich bis vor kurzem noch hatte. Die hatte Grundwerte, seht ihr hier, die hatte 19,7k Grundschaden, 850er Feuerrate und standardmäßig ein 30 Schussmagazin, das ist natürlich immer durch die Add-ons, und 21% gegnerischen Rüstungsschaden. Das war die Waffe, die ich vorher hatte, die neue LVOC. Ihr seht es direkt, die Werte sind identisch, also ich schaffe schon wieder diese Werte, ich komme mir nicht darauf klar, dass ich diesen scheiß Mauscursor ausgeblendet habe, sorry dafür. Ihr seht 850 SPM und 30 Schussmagazin, plus 32 Schussmagazin heißt natürlich dann, wie gesagt, durch die Add-ons.
Ich würde gerne die Maustaste einblenden, aber irgendwie buggt das rum, da hat man dann so ein hässliches Gekrissel. Ich kann es ja gerne beim nächsten Video mal wieder anmachen, aber es ist einfach scheiße. Ihr seht das bei den ersten The Division Videos, die ich jetzt neuerdings gemacht hatte, da sieht es einfach kacke aus. Deswegen, ich weiß nicht, Ubisoft kriegt das nicht hin, dass man den Mauscursor irgendwie sieht. Deswegen, naja. Aber auf jeden Fall, ihr seht die Werte. 22% Rüstungsschaden statt 21 und 19,7, jetzt 20,1. Dementsprechend macht das keinen Sinn, die alte weiter zu benutzen, da die Werte an sich sonst identisch sind. Ich sehe zwar hier, dass die Werte unterschiedlich sind, das liegt aber an den Waffenanbauteilen, die ich an der Waffe dran habe. Da die gehen eher auf Kopfschussschaden und die fallen hier nicht in die entsprechenden in dieses Diagramm mit rein. Die Talente sind allerdings anders. Ich hatte die vorige LVOC, hatte ja drauf brutal, zerstörerisch und nachtragend. Das war ziemlich geil, weil man dann quasi, wenn ich mal irgendwann nicht mal Alpha Bridge nehmen sollte, trotzdem noch Top-Talente habe auf der Waffe. Bei der neuen leider nicht. Die neue hat tödlich drauf, kritischen Trefferschaden 15% erhöht, unter 10 Meter 10% mehr Schaden und bei der Nutzung der Fertigkeit wird das Handling um 15 Sekunden verbessert. Die Talente auf meiner vorigen M4 waren ähnlich. Allerdings auch ein Ticken besser, aber nichtsdestotrotz, ich wollte die LVOC hier nicht wegschmeißen. Außerdem fand ich die Talente an sich ganz gut noch, die mit den unter 10 Meter, und die waren nicht ganz okay. Und ja, deswegen habe ich das so gemacht, dass ich die neue Waffe mit den, sag ich jetzt mal, mehr oder weniger Talenten benutzt habe und meine alte LVOC sozusagen als Alpha Bridge Aufrüstobjekt genommen habe. So, das ist an sich ganz cool. Deswegen habe ich jetzt zwei LVOCs, das ist quasi hier meine Primäre mit Schalldämpfer, dicken Scope und schwarz-weißer Lackierung. Ja, ansonsten, was ich rausgefunden hatte, ich hab die Weste natürlich jetzt mal ein bisschen testen können, und zwar ist die Zähigkeit und auch die Primär-SPS haben sich ein bisschen verändert dadurch. Primär-SPS sind momentan, das sind momentan die Grundwerte, die ihr hier seht. Die sind also SPS 322.000, Fähigkeit 404.000, das sind halt diese Grundwerte. Und wenn es wirklich, wenn man wirklich das, also das ist total cool, ich kann euch das zwar auch gleichzeitig draußen mal zeigen, es geht hier drin leider nicht, dass man quasi, wenn man jetzt die beiden Talente wirklich nutzt, also hier die, mein, weiß ich nicht, in dem Fall jetzt mein Geschütz und mein Heilungsperk, dann sind ja beide im Cooldown, das heißt, ich habe quasi beide Teile, also beide Boni, das heißt 5% mehr Waffenschaden und ich glaube 15% mehr oder 10% mehr Rüstung. Das sieht man auch sofort, sobald die Dinger im Cooldown sind, macht man das Inventar auf und sieht direkt, dass man statt 322.000 SPS auf einmal 337.000 hat und bei der Zähigkeit statt 404.000, 455.000. So. Und das ist natürlich ziemlich geil. Das ist natürlich nur in der Zeit, wo ich im Cooldown bin, aber trotzdem irgendwie nice, und die Talente nutzt man ja eigentlich immer, wenn man im Gefecht ist, deswegen ist man eigentlich quasi immer im Cooldown. So. Hier habe ich natürlich gedacht, gerade das war gerade das Ding, was ich aus der Kiste bekommen habe, erzähle ich auch mal direkt. Ja, aber ihr seht jetzt gerade Behälter. Ich hatte gerade Behälter noch zerlegt, das waren welche, die ich von irgendwelchen Errungenschaften bekommen hatte. Und ihr seht unten auch, quasi direkt unter meinem nicht vorhandenen Cursor hier gerade, dass ich quasi ziemlich genau 50 Millionen Credits auf dem Konto habe und 1,2 Millionen Daxon Credits und nochmal ein paar Phoenix Credits. Mir geht es aber in erster Linie jetzt um die 50 Millionen Credits. Ich brauche einfach keine 50 Millionen Credits. Und der Hintergrund dessen war auch, dass ich mir früher immer Behälter gekauft hatte dafür, das heißt, ich hatte eigentlich nie über 30 Millionen. Ich habe mir aber gedacht, es scheint momentan in zu sein, dass ziemlich viele YouTuber sich so eine Art Battle Pack Video machen in Battlefield, wo sie sich einfach, keine Ahnung, 20 Kisten kaufen und die dann irgendwie alle aufmachen live und so. Da habe ich gedacht, hey, warum machen wir sowas nicht einfach in The Division auch mal? Und deswegen 50 Millionen, ich gebe nicht komplett aus, ich brauche noch ein bisschen was über, ich dachte mal 10 Millionen werde ich wahrscheinlich noch behalten, heißt aber bei 40 Millionen, die wir ausgeben, bei 400.000 Credits pro Kiste, dass wir uns quasi 100 Kisten kaufen können. So groß ist mein Inventar nicht, ich habe momentan 68 Slots, davon sind allerdings nur 66 nutzbar derzeit, deswegen werden wir uns auf jeden Fall 50 Kisten auf jeden Fall, erstmal 50 Kisten holen, die alle aufmachen, das alles aussortieren und dann nochmal 50 Kisten kaufen. Ich denke, das klingt nach einem Plan, oder? Und auch im Zuge dessen werdet ihr wahrscheinlich euch ärgern, also die Leute, die jetzt diese Division spielen und sehen dann teilweise, was ich dann hinterher alles wegschmeiße an Gear, was denen, wo die wahrscheinlich sagen, so, wie kannst du diese geile Sniper-Rifle wegschmeißen oder sowas wie, oh mein Gott, dieses geile Stürmer-Set, das ist doch total genial. Das Problem ist, selbst wenn ich es verschenken wollte, wird das nicht gehen, weil man Objekte, die aus Kisten sind, nicht teilen kann. Das heißt, ich könnte nicht mal irgendwem sagen, hey, komm mal schnell online, ich hab da aber ein Item für dich, weil ich ihnen das nicht geben kann. So, das heißt, auf Klartext, oder im Klartext, ich werde die Waffen, die ich, oder die ganzen Ausrüstungsgegenstände, die ich aus den Kisten ziehen werde, werde ich für mich quasi selektieren. Das heißt, ich schmeiße die Dinger wieder, verkaufe die Teile wieder, die mir nichts bringen. Die Leute werden in den Kommentaren heulen wegen der Sniper, die ich da möglicherweise zerlegt habe oder so, oder irgendwelchen Ausrüstungsgegenständen. Ist mir aber egal. Ich bezweifle ehrlich gesagt auch, dass ich
bei den 100 Kisten irgendwas finde, was besser ist als das, was ich aktuell habe, denn mein Gear ist momentan ziemlich ausgeglichen und ich habe wirklich die letzten, ich habe knapp 100 Stunden The Division seit dem letzten 1.4er-Patch wieder gespielt und boah, das ist wirklich krass. Ich habe wirklich alles versucht, irgendwie aufs Maximum zu prügeln, was geht. Also ich bezweifle wirklich, dass ich noch Items finde, die besser sind. Sollte ich trotzdem Alpha-Bridge-Teile hier in den Kisten haben, werde ich die erstmal aufbewahren und danach nochmal in Ruhe durchgucken, ob da wirklich was Sinnvolles bei ist. Wo ich auf jeden Fall noch was Besseres hoffentlich finde, ist hier unten rechts bei dem Holster. Also da werde ich mit Sicherheit noch was Besseres finden, weil der ist noch nicht optimal. Und ich hoffe natürlich, dass ich vielleicht noch eine bessere LVOC kriege oder vielleicht ein paar LVOCs, dass ich das schon hin und her switchen kann. Ich würde sagen, genug gequasselt, genug Theorie. Wir haben schon wieder 10 Minuten voll hier. Das soll auch kein unendlich langes Video werden. Ich denke, das Kaufen und Aufmachen der Kisten dauert auch lang genug. Deswegen, ja, genug gequasselt. Ich renne mal zum Shop, kaufe mal 50 Kisten und hoffe mal, dass die unten nicht rumdüdeln sind, sonst muss ich jetzt 50 Kisten kaufen und wieder hochlaufen. Ich weiß gar nicht, warum sie das machen. Jetzt ist es relativ ruhig hier, das ist schön. So, geht hier hin, scroll, scroll, scroll. Versiegelte Basiskiste, 400.000. So, jetzt kann ich mal nicht direkt 50 Kisten kaufen. Das ist am einfachsten, wenn ich einfach gucke, dass ich hier bei 52 unten links bei der Inventarkapazität bin. Also ihr seht das jetzt, ich kaufe einen Dings und dann steht unten eine 3. Ich kaufe noch eins, steht eine 4. Also ich mache so lange, bis ich bis jetzt 52 stehen habe. Dann brauche ich nicht zählen. So, ich glaube, das klack, 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 klack mit der Leertaste, das werde ich wahrscheinlich aus der Aufnahme rausschneiden, das werdet ihr gar nicht hören, weil ich gerade ohne Ende die Leertaste gespammt habe. Wenn ich es vergessen sollte, dann wisst ihr Bescheid, was ich gemacht habe. Nee, so, jetzt haben wir die Kisten, können wir eigentlich auch, ja, können wir eigentlich auch hier bleiben, ist egal. Können wir direkt mal verkaufen, den Kram wieder. 50 Kisten, versiegelte Basiskisten. Wie viel Geld haben wir jetzt noch? 30 Millionen, mal eben 20 Millionen ausgegeben für Kisten, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, letzte Party beginnen. Nummer 1. Oh, keine Ahnung, möglicherweise gut. Die Rüstung sah scheiße aus für das Ding. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein, weil dann würdet ihr, glaube ich, das Video wirklich eine Stunde lang sein. S58, kein großer Fan davon. Die Waffe ist ganz okay, aber viel bessere. Prototyp Elektronik-Mod, wird wahrscheinlich verschrottet werden. Brauche ich nicht, hab eine gute Weste. Mini-Reflexvisier, möglicherweise. Aber es wird auch schwierig, da noch was Besseres zu finden. Die ganzen Magazinfeder und Anbauteile für Waffen, da werde ich kaum was Besseres finden, als ich habe. RPK. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir hier irgendwas haben, was mir wirklich richtig was bringt, wo ich mich wirklich drüber freue. Schrotflinten sind nicht, gehören nicht unbedingt dazu. Kleiner Laserpointer. Kriegen natürlich auch jede Menge Geld wieder rein. Leistungsmod kann gut sein, muss nicht gut sein. Erweitertes Magazin kann gut sein, muss nicht gut sein. Dann schauen wir in Ruhe gleich mal durch, was wir da haben. Ich mache die sowieso erstmal alle auf und dann schauen wir mal. Das meiste werden wir wahrscheinlich verticken. Oh, Alpha-Bridge Brustpanzer. Geiles Teil. 3000 Rüstung. Würde ich jetzt auf Alpha-Bridge stehen, würde ich, das wäre das Ding wahrscheinlich mega fett. Allerdings 3000 Rüstung ist ziemlich fett. Möglicherweise packe ich mir das wirklich einfach irgendwo in den Lager rein. Das kommt, gucken wir gleich in Ruhe mal an. Auch muss ich auf meine Phoenix-Credits achten, dass ich da nicht zu viel kriege, denn ich war schon bei 1300. Oh, schöner Holster. Naja, Holster sag ich schon. Schöner. Doch, Holster war richtig. Ich bin schon völlig... Flex hier. Handstaubocker. Sondereinsatztruppen, bla. Schalldämpfer für Pistole. Leistungsmod. Ausfresh-Schalldämpfer. Sondereinsatztruppenschoner. Ruf der Wache, Maske. Irgendeine Pistole. Noch eine Pistole. Ausdauermod. Kann gut sein. Ich werde mal ganz kurz was gucken. Okay, wir sind bei 1880. Allzu viel kann ich nicht mehr aufmachen. Ich gucke nach den Phoenix Credits. 2000 ist der Cap. Und man kriegt halt jedes Mal auch Phoenix Credits dazu, wenn man so eine Kiste aufmacht. Schrotflinte. Gewehrschalter für Omega. Noch eine Schrotflinte. Eine Pistole. Es ist echt schwierig, da was zu finden, was besser ist als das, was ich habe. Hi, Huni. Na, jetzt durchs Bild. Ey! Ey! Hast du ein Rad da? Du kannst mich nicht einfach wegschieben, wenn ich hier gerade Kisten aufmache.
Siehst du den Hund, den Hundis Bild rein und denk mir nur, alles klar. Okay, 1982, ich muss ganz dringend mal Phoenix Credits ausgeben. Einfach mal sinnlos, kauf uns noch mal ein paar Kisten davon. Schiebt er mich einfach weg. Ich glaube, der Hundi wollte mir mehr oder weniger signalisieren, hey, deine Phoenix Credits sind voll. Mach nicht weiter Kisten auf. Das ist immer das Effektivste, einfach noch mal ein paar Waffenkisten kaufen. So. Ihr seht hier, 1982. Kommen wir ganz runter. Versiegelte Modskiste, versiegelte, ich würde sagen, Waffenkisten kaufen wir davon. 2, 3, 4, 5. Auch 5 Waffenkisten haben wir gekauft. So, dann gehen wir wieder hoch. Denn ich muss nachher sowieso neue Kisten kaufen. Gehen wir eh da wieder in die Richtung. Schiebt der Hund nämlich einfach weg, ey. Ich glaube, es hackt. Das ist nämlich das Geile, wenn NPCs einen umrempeln oder Hunde, dann fliegt man direkt quasi mehr oder weniger aus dem Menü raus. So, wir haben noch 22 Kisten, beziehungsweise haben wir jetzt wieder 22 Kisten und haben nur noch 900 Phoenix Credits, das heißt, wir können hier wieder munter aufmachen. So, PQ Laser und so weiter. G36C, schöne Waffe, aber auch kein super großer Fan davon. Außerdem bin ich sehr glücklich mit meiner LVOAC. Hanische Stürmers, interessant, aber... Keiner, der auf Stürmers jetzt steht. Ich denke mal, vielleicht, wenn einige echt gute Teile dabei sind, die wirklich gut sind, aber mir nichts bringen, würde ich die wahrscheinlich ins Lager packen. Für den Fall, dass ich mal irgendwann mir mal, keine Ahnung, einen Zweitschar mache, der dann irgendwie. Oder ein VX1-Scope drin, das könnte gut sein. M60 Classic. Sniper Rifle. Eine Pistole. Noch eine Sniper Rifle. MK16 Taktik, ziemlich viel Spready-Waffe, nicht so der Fan davon, UMP, SMG sind auch nicht so meins. Ja, eine schöne M1911. Prototyp Ausdauermod, ich hoffe echt, dass da einige gute Ausdauermods bei sind, die besser sind als meine jetzige Operator-Weste, eine gute Operator-Weste, aber na, ich bin da glaube ich ganz happy mit meiner jetzigen Weste. Schrotflinte. Noch eine Schrotflinte. Noch eine Schrotflinte. Und eine AK-47, 4 AK-74, das war's. Das waren die ersten 50 Kisten plus die Waffenkisten, die wir uns auch gekauft haben. Dann würde ich sagen, verticke ich mal schnell den ganzen Kram hier. Also alles, was wir nicht brauchen. Wir haben momentan 30 Millionen, schauen wir mal, wie viel wir gleich haben. AK, Müll, Covered SRS, Müll, 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 keine Ahnung. Fähigkeit, Cooldown, kritische, ne, Müll, Müll, Müll. Ich glaube, ich brauche über 170.000 SPS bei meiner Pistole momentan. Das wird schwer, da was zu finden, was besser ist. Müll, 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 Müll. Überhaupt kein Freund von Schrotflinten, keine Ahnung. War ich noch nie in irgendwelchen Spielen, noch nie irgendwie ein Fan von Schrotflinten gewesen. Modell 700. Ist auch Schrunz, ist auch Schrunz, ist auch Schrunz. 17,9 Schaden ist zwar nice, aber ich bin eigentlich, ich präferiere eher mehr Schaden, dafür weniger Schuss pro Minute und ein kleineres Magazin, dann brauchst du nur 2-3 Schüsse und der Gegner ist quasi platt, wenngleich ich die Pistole wahrscheinlich eh so gut wie nie nutze. RPK, Müll, Müll, das ist halt das Problem, das meiste ist wirklich alles, können gut tolle Waffen sein, die euch vielleicht was bringen, wenn ihr jetzt komplett noch ein totaler Noobie seid, aber ansonsten ist es wirklich Quatsch. Ich habe jetzt alleine von dem Verkauf der paar Teile schon wieder 4 Millionen zusammenbekommen. Das ist halt immer total krass. Also deswegen lohnt es sich total, Kisten zu kaufen. Ihr verliert natürlich eine Menge Geld dadurch, aber ihr kriegt halt auch wieder eine Menge rein. Deswegen ist es dann nicht so dramatisch. Ruft der Wassermaske, kein Freund davon. Operator-Maske, ich weiß nicht, hat die irgendwas Tolles. Heilt jede Sekunde 2%, wenn er mit einem Status-Effekt belegt sind. Gut, das sollte jetzt nicht allzu häufig vorkommen. Deswegen, ja, was haben wir hier noch? Erhöht den Schaden für 10 Sekunden um 10%, wenn ein Erste-Hilfe-Set benutzt wurde. Ist ganz nice. Ist ganz nice. Ja, ich glaube, die blocke ich mir mal. Gucke ich mal in Ruhe nochmal an. Den Rest kann man vielleicht ändern. Vielleicht, momentan habe ich ja Alpha-Bitchen-Maske, aber falls ich nochmal irgendwie hin und her switche und irgendwie ein anderes Item nicht nutzen möchte oder so, ich behalte das mal. Scheint ganz nett zu sein. Definitiv gut. Es ist eine Top-Weste, kannst du nichts sagen. Also, ihr seht zwar, die Werte sind zwar deutlich schlechter, aber wir haben auch noch keine Mods drauf. Brauche ich momentan nicht, aber kommt auch ins Lager. Ist eine schöne Weste, würde ich, kann man nichts sagen. Harnische Stürmers, Schutz gegen Elite, bla bla bla, Extra-Tötungs-EP. Extra-Tötungs-EP ist der letzte Scheiß, Schaden gegen Elite, Schutz vor Elite. Ja, das wäre jetzt eine Weste, die vielleicht Sinn macht, wenn man viel PvE spielt. Ich vertick sie mal, kein großer Freund davon. Die beiden Westen kommen auch weg, die kommt weg. Was haben wir hier noch? Erhöht den Schaden um 8% und eingehender Entscheiden, das ist der letzte Scheiß, Leute. Weg damit. Das war die Weste vom Alpha Bridge.
So, die Geschichten, Belohnung für Auszeichnung werden verdreifacht. Auch schön irgendwie. Kopfschüsse bringen Credits ein. Ja, das sind halt immer diese Schoner, die irgendwie Geld bringen, aber ich hau die mal weiter weg. Schoner sind jetzt nichts so sonderlich Seltenes. Heil 2% der maximalen Gesundheit, bla bla bla. Das hauen wir weg. Das haben wir momentan. Das ist definitiv besser. Der Schaden beim Laufen von Deckung zu Deckung wird 5 Sekunden lang regeneriert, wenn das Ziel erreicht ist. Okay. Schaden vom Laufen von Deckung wird. Okay, das klingt irgendwie auch nicht sehr sonderlich toll. Ich mache es mal weg. Elektronikmod, Müll, brauche ich nicht. Ausdauermod plus Fertigkeitsstärke. Also die Ausdauer 263 ist viel, das ist wirklich viel. Und auch wenn jetzt hier steht, dass die Werte auf 421.000 hochgehen, danach könnt ihr nicht gehen, weil das rechnet immer den aktuellen Stand plus diese Mod. Aber da wir keinen Slot mehr frei haben für die Mod, müssten wir dann quasi einen Mod entfernen und dann die neue reinpacken. Und dadurch ist es dann am Ende wahrscheinlich sogar niedriger. Deswegen kann ich das schon weghauen. Also, was ich hier auf jeden Fall brauche, wäre zum Beispiel Ausdauer plus Rüstung. Da würde ich mir das Ding mal genauer anschauen. So kann ich davon sicher sein, dass es schlechter ist als das Ding, was ich momentan habe. Kann ich euch nachher gerne mal zeigen, aber das Ding, was ich habe, ist wirklich gut. Kritische Trefferschaden kann auch weg. Müll. Prototyp Ausdauermod kann auch weg. Leistungsmod, ballistischer Schild weg. Ballistischer Schild weg. So, das sind meine beiden gesperrten. Hilfsposten Heilgeschwindigkeit, wenn ich dann PvE mache. 91 Magazingröße, das ist schlecht. Ich habe 109 oder so. Auch schlecht. 17,5 Kopfschussschaden ist ganz nice, aber meins hat 18,5, denn und da diese 1% werde ich nicht eintauschen gegen mögliche andere Talente, die vielleicht noch ganz nice sind, aber ne, deswegen brauche ich nicht. Handgriff brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Das sind alles so Werte, die bringen mir absolut nichts. Reflexvisier hat 6% Kopfschussschaden. Toll, mein VX1 hat definitiv mehr. Ist auch 18,5, deswegen können wir das da unten gleich uns in Ruhe angucken. Weg. Weg. Und 17,0 Kopfschussschaden. Ja, ist ganz nett, aber 1,5% höher bin ich bei mir, bei meiner jetzigen Waffe. Ja, und deswegen haben wir Hard 6 gebufft. Wir haben 5 Millionen wieder reinbekommen, haben 20 Millionen ausgegeben, 15 Millionen Verlust. Okay, nicht ganz. Wir haben natürlich auch Phoenix-Credits dafür bekommen, die wir aber auch schon wieder mehr oder weniger ausgegeben haben. Schon wieder bei 1289. Nice. Okay. So, habe ich hier noch achso, die Operator-Weste habe ich auch noch. Was war das für eine Rüstung? 50%. Ja, die können wir eigentlich auch verticken, kann auch, die jetzt nicht verkauft habe. Verkaufen. Die kann weg. Die behalten wir auf jeden Fall hier. Die Alpha-Bridge-Brustpanzer ist echt ganz gut und das Ding behalten wir auch mal. Die Maske scheint ganz gut zu sein. So, dann, ja, ich behalte die mal im Inventar. Da brauchen wir 50 neue Kisten. Dann, ja, machen wir nochmal 50 neue Kisten. So, müssten 50 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. 50, perfekt, passt. Ich war gerade sicher, wir hatten vorher 52, jetzt habe ich zwei Items im Inventar, müssten dann 54 sein. Ist klar. So, ja, dann würde ich sagen, Part 2. So. Ja, dann wollen wir. Müssen dann wahrscheinlich wieder Felix-Credits ausleeren. Aber erstmal haben wir genug taktische Geschichten, Schraubflinte. Viele Leute nutzen das Geld auch zum Umrollen von ihren Items. Man kann natürlich dann mehrmals Sachen rerollen, um was Besseres zu bekommen. Schöne Maske gerade, 1000 Rüstung, nice. Ich habe mir mal als Geld gesetzt, dass ich maximal bis 1 Million Credits umrolle. Soll heißen, es wird ja immer teurer, wie ihr letztes Mal gesehen hattet, bei der Dings-Weste, bei der Bulletproof-West quasi. Dadurch ja, muss ich auch mehrmals umrollen und ich rolle eigentlich bis 1 Million um, weil sonst wird es mir echt zu teuer. Dann bezahlt man 1 Million, irgendwann bezahlt man 2,5 Millionen und so weiter, um das Ding, um noch möglicherweise einen besseren Wert zu kriegen. Und manchmal lohnt es sich dann einfach gar nicht mehr. Handschuhe. Waffenmod kann gut sein. Lange nicht mehr gehabt, eine Waffenmod. Oh, und das erste große Set-Item hier: Holster. Predator-Holster. Ja. Kann gut sein. Leistungsmod. Ja, nicht so. Sogar eine Stupsnasen-Rhino, überhaupt kein Freund davon. Voll die hässliche Knifte. Taktischer Sensor. Noch ein Ausdauermod-Prototyp. Schön. Taktautorität des Taktikers. Taktischer Holster. So.
Also Holster finde ich an sich gut, weil da können echt bessere bei sein als der, den ich momentan habe. Weil den ich habe, der ist ganz okay, aber halt auch nichts super Besonderes. Ja, lauter Masken, die wir kriegen, ist auch ganz schön. Noch eine Rhino. AK 400 irgendwas. Oh, hallo, mein Baby. Ja. Also 192.000 SPS, danach könnte nicht gehen. Leider nicht. Das ändert sich leider irgendwie. Ich weiß nicht, woher der Wert kommt. Ursprünglich, weil, soweit man das in equipped hat, sind nur 170.000. Also habe ich schon mal gehabt. Gucken wir uns gleich in Ruhe an. Scheint, also die Waffe an sich finde ich geil. Die ist ultra selten und möglicherweise hat die bessere Werte. Ich glaube nicht dran, weil die Werte schon echt top sind. Aber vielleicht hat sie ja die gleichen Werte und bessere Talente. Mal schauen. Gucken wir gleich mal. Nice. Minus Feuerbremse. MP5. MK17. Kein DMR-Fan, echt nicht. Vektor. Alpha Bridge Maske. Schön. Kann man gucken, vielleicht ist die besser als unsere jetzige. Unser Einsatztruppengedöns. Gewickelter Griff. Ist auch schön. Kann auch besser sein als unser jetziger. Operator-Paket. Leistungsmod. So, Operator, ich muss kurz gucken, wie viel Geld wir haben. Moment. Okay, 1951, ja, wir müssen mal wieder Phoenix Grants ausgeben. Ist immer ein bisschen blöd, dass Cap bei 2000 ist. So, wir können ja nochmal ein bisschen, mal keine Waffenkisten kaufen, sondern kaufen wir einfach mal hier Ausstattungskiste. Auch mal direkt wieder. Oh, dann brauchen wir 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dann rennen wir wieder hoch. Mal so was trinken. Einen kleinen Schluck hier. Vom Quasseln die ganze Zeit. So. Genau. Krass, schon wieder 27 Minuten aufgenommen. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das ziemlich viel Zeit frisst, hier die ganzen Kisten geöffnet und Kisten gekauft und so. So, dann machen wir weiter. 19 Kisten haben wir noch. Die machen wir zum Schluss. M60. M700. Ja, schönes Sniper Rifle, wenn man auf Snipers steht. Vielleicht bewahre ich mir so. Nein, zum Schluss. SASG. Oh, schöner Revolverheldenholster. Gute Rüstungswerte gehabt. Handschuhe. Schoner. Leistungsmod. Operator-Paket. Handschuhe. Noch mehr Holster, sehr schön. Irgendeine SASG. Prototyp einer Ausdauermod. Ja, das war's. Das sind die letzten Kisten, die wir haben hier. 5 Stück. Dann schauen wir mal, ob wir da hier vielleicht ein paar Alpha Bridge Set Items noch haben. Das wäre ganz nice. Nummer 1. Firecrest. Ah, bringt mir nix. Ja, Ruf der Wache. Bringt mir auch nix. Firecrest. Bringt mir immer noch nix. Finale Maßnahmen bringen wir auch nichts und Dead Eye. Ja, leider kein Alpha Bridge, schade. Hätte mich jetzt gefreut, wenn wir vielleicht mal irgendwie was anderen von unseren Alpha Bridge Items hier hochziehen können. Gut, dann ab zum Shop wieder ein bisschen Zeug verticken. So, Geld haben wir momentan 15 Millionen noch. AK, präzise eliminieren als Ziels ist Bullshit. Weg damit. AK bin ich eh kein super Freund von. Oh, die hat gute Werte. Aber die Talente sind auch irgendwie eher meh. LVOAC, ihr seht 170.000 statt 192.000. Damit ist sie schlechter als meine alte. 19,5 ist sogar schlechter als meine erste. Aber 23% Rüstungsdurchdringung ist ein bisschen stärker. Ansonsten, erstes Talent ist scheiße. Über 30 Meter wird man mit dem Ding niemals schießen. Zweites Talent, 25% schneller nachladen ist scheiße. Bringt bei der Waffe vielleicht eine Sekunde schnellere Nachladezeit. Und das Eliminieren eines Ziels mit dieser Waffe erhöht die Fertigkeitsstärke für 20 Sekunden. Fuck off. Leider nicht. Tschüss. Ja, das ist aber das Problem, Leute. Die Waffe ist ultra selten, dann hat sie leider auch gehabt, man meistens auch nur Scheißwerte dafür. Ich glaube, ich habe jetzt schon in meinem Leben vielleicht 15, na, sag mal 10 LVOCs gehabt und nur zweimal oder dreimal eine gehabt, die wirklich gut war.
Deswegen, die meisten waren halt echt, also die, die ich jetzt habe, ist, hat halt Top-Werte. Ich verkaufe das hier nochmal, ups. Die ich momentan habe, hat halt Top-Werte, aber dafür halt scheiß Talente. So, dass ich die halt mit der alten LVLC quasi ja, ergänzen musste wegen meinem Alpha-Bush-Set. Während die alte Top-Talente hat, aber scheiß Werte. Das ist halt immer das Ding. Es wäre so geil, wenn ich eine habe, die so ein 20,3 oder was Werte hat und dann auch super Talente dazu. Das wäre absolut mega. Aber ja, naja, die Chance ist doch eher sehr erschwindend gering. Ja, eine Sniper-Rifle mit 149 Kopfschussschaden ist jetzt auch nicht besonders. Hauen wir mal weg. Schroflinte, kein Fan davon. Pistole, 151.000, ist schlecht. Ist eine schöne DMR, aber ich bin auch kein Freund von DMRs und die Talente sind auch nicht besonders toll. Also, tschüss. Tschüss MV5, kein Freund davon. Tschüss Rino, tschüss Schroflinte, tschüss Schroflinte. Tschüss Rino, so eine Vektor. Ist ganz nice. Aber ist auch eine SMG und hat scheiß Talente. Alpha Bridge, so. Muss ich mir gleich in Ruhe mal angucken. Ich log die mal. Dead Eye kann auf jeden Fall weg. Lebenspunkte ist sowieso ein Kackwert. Finale Maßnahme, Fertigkeitsstärke, das kann man zwar umrollen, aber es bringt mir nichts. Finale Maßnahme ist nichts, was ich irgendwie toll finden würde. Firecrest, Schaden gegen Elite, ist auch, brauche ich auch nicht. Tschüss. Taktische Maske, verjüngt. Die Benutzung eines Erste-Hilfe-Sets entfernt auch alle negativen Statuseffekte. Ist ganz nice, aber da gibt es definitiv bessere Perks. Im letzten Segment der Gesundheitsanzeige regeneriert sich die Gesundheit kontinuierlich, bis das Segment voll ist. Ja, ist auch ganz nice, aber auch nicht besonders. Heilt jede Sekunde 2%, wenn sie mit einem Statuseffekt belegt sind. Nope, brauche ich nicht. Erhöht den Schaden für 10 Sekunden um 10%, wenn erster Hilfeset benutzt ist. Das ist nice. Das ist nice. Schaden gegen Elite auf Schusswaffen. Ja, kann man sich mal locken, kann man sich mal ins Lager packen und mal vielleicht bei Bedarf rausholen. Benutzung eines Hilfesets entfernt alle negativen Statuseffekte. Die Rüstung ist geil von dem Ding. Aber die Benutzung eines ersten. Ja, Oh, gegnerischer Rüstungsschaden. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ja, ich pack die auch mal. Ich lock die auch mal. Also der Effekt selber ist jetzt nicht super. Oder das Talent selber ist jetzt nicht super geil. Ist ganz nice, wenn man irgendwie, keine Ahnung, geflasht ist und dann irgendwie oder beim Brennen sich erste Hilfe ist dann reinhaut und dann halt auch wieder normal rumrennen kann. Das ist ganz cool, aber restlichen Werte, ja. Außerdem, momentan habe ich noch Alpha Bridge equipped, das ist eher sowas, so ein Austauschobjekt, falls ich mal einen geilen Alpha Bridge Holster finde und dann halt lieber ein anderes Item dafür tauschen will oder so. Deswegen, ich bewahre die mal auf, vielleicht kann man die mal gebrauchen. Ansonsten Ruf der Wache, Geschichte hier, nö, brauche ich nicht, Müll. Dann haben wir noch Sondereinsatztruppen, Rucksack, Fertigkeitsgeblüht, bla bla, brauche ich nicht, Schaden durch Fertigkeiten, bla bla. Schaden durch Fertigkeiten, bla bla. So, brauche alles durch alles, was irgendwie mit Fertigkeit zu tun hat, interessiert mich meistens. Furz. Belohnung für Auszeichnung werden verdreifacht. Ja, das ist toll, aber tja, nö. Kopfschüsse bringen Quells ein, ist wunderschön, bringt mir aber auch nichts. So, Autorität des Taktikers Holz, das ist toll, brauche ich nicht. Jetzt haben wir hier noch Rüstung und bla. Zeiger des Predators, ja, boah. Ich meine, an sich ist das Ding top, kann man nichts sagen. Aber Zeichen des Predators, was war nochmal Predator? Das war Sturmgewehrschaden, LMG-Schaden und treffen sie mit 10 Schüssen, ohne das Ziel zu wechseln, damit das Ziel für 50% des Schadens blutet. Achso, das war diese Blutungschance. Ja, nee, irgendwie nicht. Tschüss. So, taktische Holster. Die Gesundheitsregeneration trifft in Deckung doppelt so schnell ein. Okay, ist auch nice. Ja, aber die Werte sind scheiße, wenn man euch das mal anguckt. Also ich habe momentan nur einen Leistungsmod drauf, deswegen könnt ihr danach schon könnt ihr hier rein nach den Werten gehen, ob das die Werte hoch oder runter zieht. Deswegen, tschüss. Ja, das Ding zum Beispiel würde den Fertigkeitsstärke hochziehen, aber die anderen beiden Dinger runter. Deswegen, Quark. Müll. Bei dem leider genauso. Das ist übrigens dieses Talent, das ich total geil finde. Mit dem, erhöht die Rüstung um 15%, wenn die Deckung mindestens 4 Sekunden lang nicht verlassen wird. Das klingt ziemlich geil. Also das heißt, ihr steht in der Deckung und also mit mal die Steuerung oder Leertaste, was bei euch halt Deckung gehen ist, bleibt in Deckung. Und wenn ihr 4 Sekunden lang in der Deckung seid, kriegt ihr 15% Rüstungserhöhung. Sobald ihr die Deckung natürlich wieder verlasst, dann hört sie natürlich wieder auf. Aber trotzdem ist das ganz cool. Und ich dachte mir, das ist eigentlich eine ganz geile Sache. Die Talente sind momentan eher so meh. Das liegt aber in erster Linie, glaube ich, auch daran, dass die
dass die Rüstung, die da drauf ist, relativ wenig ist und auch die Ausdauer ist relativ wenig. Ich werde es mir mal locken, vielleicht kann man es umrollen, vielleicht kann ich hier den Ausdauerwert von dem Teil noch ein bisschen hochziehen, dass ich da nicht so viel SPS verliere, nicht so viel Zähigkeit verliere. Die SPS, gut, sinken auch ein Stückchen, aber das wäre es mir, glaube ich, sogar wert, wenn ich dadurch halt ein bisschen mehr Rüstung kriege in der Deckung. Und momentan, das Talent, was hier drauf war mit der Heilung pro Meter, das ist ja ganz nice, aber ich glaube, das hier ist ein Ticken geiler. 15% ist 15%, Leute, das merkt ihr. Deswegen gucke ich mir nachher noch in Ruhe nochmal an. Fallkreuz-Handschuhe, nein. Kopfschuss mit Handschuss mit Handfeuerwaffe, ignoriere ich. Kritische Trefferchance wird gegen Ziele außerhalb ihrer Deckung um 7% erhöht. Das ist schön auf jeden Fall. Aber ja, Fertigkeit, Lebenspunkte bei Tötung, nichts Besonderes. Kopfschuss mit Handfeuerwaffe, tschüss. Kritische Trefferchance wird sehen. Das ist wieder derselbe Kram. Oh, mit Sturmgewehrschaden, kritischen Trefferschaden und Pistolenschaden und Ausdauer. Ganz nett. Ihr seht jetzt, ich lock mal die momentan alle. Das hat damit erstmal das den Grund, dass ich sie nicht versehentlich verkaufe. Und zweitens, klar, ich habe momentan Alpha Bridge equipped. Dahintergehend bringt mir das nichts. Vor allem ist es krass, was das Ding an Zähigkeit hochzieht. Seht ihr das? Das ist übertrieben gerade. Wenn ich das Ding jetzt so einfach so equippen würde, würde ich den mega Zähigkeitsboost kriegen. Das liegt aber auch daran, dass meine Handschuhe, die ich momentan habe, halt auf Schusswaffen sind. Deswegen verliere ich auch zu viel SPS dadurch. Und das wird jetzt nichts bringen. Also ich meine, es ist ganz nice, aber wenn ich irgendwann der Meinung bin, dass Zähigkeit deutlich wichtiger ist als SPS, dann kann man das mal machen, aber ich glaube, momentan bin ich ganz glücklich, so wie es ist. Aber oh, warum nicht? Man kann sie behalten, man kann sie ins Lager packen, wenn ich irgendwann mal Handschuhe brauche, weil ich irgendwie dahingehend mein Alpha-Bridge-Set umgerollt habe, weil ich vielleicht einen super geilen Alpha-Bridge-Operator-Holster habe, dann könnte ich zum Beispiel die Handschuhe gegen was anderes tauschen, weil mir das fünfte Alpha-Bridge-Item nichts mehr bringt. So ist es immer dieses Hin- und Her-Tauschen. Deswegen will ich einfach ein bisschen von verschiedenen Sachen im Lager haben, dass ich dabei Bedarf hin und her switchen kann. Gut, ansonsten haben wir eine Waffenmod. Kritische Trefferchance 239, ist nicht gerade toll, deswegen tschüss. Ressourcengewinn durch bla, brauchen wir nicht. Fertigkeit Eile, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Hilfsposten Heilgeschwindigkeit habe ich schon. Brauche ich nicht. Ballistischer Schildschaden. Ja, toll, brauche ich auch nicht. Noch angewinkelter Griff, 11% Stabi, kritischer Trefferschaden und bla, brauchen wir nicht. 102 Magazingröße ist schön, 109 ist trotzdem besser. Stabi brauchen wir nicht. Stabi brauchen wir nicht. Stabi brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Kritischer Trefferschaden ist ganz schön. Aber ich habe momentan Kopfschussschaden vom Schalldämpfer drauf, weil Kopfschussschaden wirklich das allen das absolut Wichtigste ist. Für mich zumindest. Deswegen. Jo, da haben wir doch ein bisschen was gemacht. Wir haben jetzt quasi von 100 Kisten haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Items bekommen, die ganz nett sind. Das ist das, was ich auch gesagt habe ursprünglich, Leute. Und wir haben 20 Millionen wieder auf dem Konto. Das heißt, letztendlich habe ich quasi 40 Millionen ausgegeben. Ich hatte 50 Millionen. Das heißt, wir haben knapp 10, ja, wir haben ziemlich genau 10 Millionen wieder reinbekommen. Bei 100 Millionen, Quatsch, bei 40 Millionen, die wir ausgegeben haben. Also es kommt auch etwa hin, man hat immer etwa ein Viertel, was man meistens wiederkriegt von dem, was man eben ausgegeben hat. Ja. Jo. Ansonsten war es das soweit. Die Items werde ich mir jetzt in Ruhe angucken, deswegen jetzt nicht ins Video reinpacken, das hat schon knapp 40 Minuten. Was ich euch noch einmal kurz zeigen werde, ist das, was ich vorhin angesprochen hatte mit dem Cooldown-Effekten von den Perks und sowas. Dass ich euch das mit den SPS nochmal zeige, wie die hochgehen und so weiter. So, gerade voll der Schneesturm hier. Ja, das ist mein momentaner Charakter. Ich habe den, glaube ich, auch optisch ein bisschen geändert, das weiß ich nicht genau. Ja, neue Wumme. Ich zeige euch das am besten. Ich habe momentan das Flammengeschütz. Schöner wäre es natürlich, wenn ich euch das mal an einem. Ah, komm, wir besuchen mal gerade ein paar NPCs. Dann kann ich euch direkt das Flammengeschütz zeigen. Ansonsten die SPS-Werte seht ihr gerade. 322.000 SPS und 404.000 Zähigkeit. So, ich werde gleich mal die Cooldown-Geschichten in Angriff nehmen. So, erstmal. Hier sind noch nicht immer NPCs. Ja, da sind noch tatsächlich welche. So, dann schauen wir mal, wie das Flammengeschütz die beiden gut heißt. Hier, fangt mal, Leute. Na, fackelt sie ab. Das ist sau cool. Ich liebe das Teil. Gut, der Schaden hält sich in Grenzen, aber obwohl, ja gut, das killt sie zumindest, beide. Der Schaden jetzt bei Spielen hält sich in Grenzen, allerdings brennen Leute und wenn man brennt, kann man nicht, wenn man weder schießen noch sich großartig bewegen. Deswegen ist es ein ziemlich effektives Teil. So, momentan dürfte es noch nicht aktiv sein. Oh doch, ist schon, weil es schon quasi im Cooldown ist. Es ist im Cooldown jetzt, wie es gerade jetzt quasi da ist, und es ist im Cooldown, sobald es sich quasi auflädt.
Das heißt, wenn ich jetzt gucke, ihr seht 337.000, sind quasi knapp 17.000 mehr, als ich vorher hatte. Wenn ich das Ding jetzt destroye, müsste es eigentlich immer noch ein Cooldown sein. Ja, ist immer noch ein Cooldown. Solange unten dieser Balken da gleich wieder voll ist, jetzt ist er gleich wieder voll. Und warten. Dann machst du wieder Pling. Zack, jetzt ist er wieder voll und jetzt sind wir wieder auf 322.000. Genau, das ist genau, was dieser Perk macht. Ich zeige euch jetzt nochmal, jetzt machen wir nochmal Folgendes. Jetzt werfen wir das Geschütz mal dorthin und zünden nochmal unsere Erste-Hilfe-Fähigkeit. So, paff, 457.000. Was euch jetzt auffällt, ist, dass ich trotzdem nicht 337.000 habe, obwohl das Ding quasi im Cooldown ist. Das habe ich für mich selbst rausgefunden, habe ich festgestellt. Wenn beide Dinge im Cooldown sind, fällt der eine Wert der beiden weg. Das heißt, es sind nie beide gleichzeitig aktiv. Ich bin früher davon ausgegangen, dass man dann, wenn man zwei im Cooldown hat, dass man sowohl Schaden hat als auch Rüstung. Aber das ist nicht so. Also man hat wirklich immer nur, sobald man... Das Ding weiter weg hier. So, 322.000, trotz dessen, dass es im Cooldown ist. Aber eben die Zähigkeit sind eben bei 457.000. Und sobald hier gleich mein eines Talent wieder da ist, mein Heilungstalent oder welches auch immer, ist egal welches von beiden, das was zuerst da ist. Ja, könnte sogar das Geschütz sein. Oder auch nicht. Ziemlich gleichzeitig. Also hier 404 sind wir wieder. Und sollte ich jetzt wieder hier irgendwie Talent nutzen. 337.000 und Geschütz 457.000 und wieder auf 322.000. Das ist halt das, was ich meine. Das ist halt, solange ihr nur einen Cooldown habt, könnt ihr ordentlich Schuss austeilen und sobald ihr irgendwie merkt, dass ihr total viel Damage reindrückt, werft ihr einfach euer zweites Geschütz weg. Also nutzt ihr einfach euer zweites Perk, was immer das sein mag. Ist natürlich empfehlenswert. Meistens ist es ja so rum, dass man, deswegen ist es auch nicht ganz gut, dass ich momentan ein Geschütz equipped habe. Denn man wirft ja in der ersten Linie, wenn man in ein Kampfgebiet kommt, das Geschütz zuerst. Als Beispiel, ich bin jetzt in der Dark Zone, werde von irgendwelchen Spielern angegriffen, die mich meinetwegen überlaufen schießen wollen. Dann werfe ich mein Geschütz, um quasi noch ein bisschen Deckung zu haben durch das Geschütz. Dadurch steigt meine SPS auf 337.000. Das heißt, ich mache deutlich mehr Schaden, wenn ich auf die Typen schieße. Und sollten die mir dann doch auch zu viel Schaden machen, würde ich quasi. Jetzt war das Schütz hat sich gerade zerstört. Würde ich mir jetzt quasi jetzt in dem Fall meinen Heilungsperk nutzen, um mich zu heilen, weil ich angefrackt werde. Das andere Schütz ist noch nicht fertig. Okay, alles klar, jetzt ist es fertig. Achso, das ist immer klar, es ist wieder. Das muss natürlich auch weg. Das muss natürlich noch aktiv sein, sonst geht's nicht. Dann ist meine Zähigkeit auch entsprechend hoch. Das heißt, ich kann mich in dem Notfall dann halt auch effektiver dagegen verteidigen. Wichtig ist nur, dass ihr die beiden Talente halt bei dem Cooldown habt. Das ist eben das Entscheidende am Ende, damit ihr auch wirklich wechseln könnt. Zwischen zuerst ein Talent und dann das zweite Talent. Deswegen geht das meistens nahtlos ineinander über. Meistens ist man ja eh innerhalb von, sag ich mal, das geht um Sekunden. Also man kommt in eine Gruppe von Spielern rein, hat absolutes Gemetzel, merkt, scheiße, die drücken Schaden, man wirft das Geschütz hin, dass man irgendwie ein bisschen Flammendeckung oder Flammen-Suppressing-Fire, sag ich jetzt mal, bekommt. Die schießen einen fast tot, man geht in Deckung gerade, das Geschütz flammt dann auch munter drum her und man zündet quasi seinen Heilungsperk. Und hat dann quasi 457.000 Zähigkeiten noch und ein bisschen mehr Widerstand. Ja, und das Geschütz flammelt dann mal noch munter vor sich hin. Deswegen, geiles Talent, geile Weste, ich find's extrem cool. Schade, dass man nicht beides gleichzeitig nutzen kann, das wäre natürlich super. Aber so, man muss so wissen, wie es funktioniert, damit man sich darauf einstellen kann. Und meistens ist es ja so, dass man nicht beides, man wirft ja nicht das Geschütz und schmeißt und zündet gleichzeitig ein Medikit. Außerdem weiß ich so, dass es damit das erste Talent aufhebt. Aber das muss man einmal erstmal wissen. Gut, Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hau ab, ich habe nichts für dich. Meistens, die haben damals immer cooles Loot gedroppt, aber das machen die nicht mehr. Also in der Zeit droppen die mir nur noch irgendwelches blaues Scheiß-Equipment, was ich so nicht gebrauchen kann. Deswegen verjage ich die immer, wenn sie ankommen. Ja, das ist immer Wasser für mich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Meine Talente sind noch schon wieder ready. In dem Sinne, hören wir uns im nächsten Video. Vielleicht machen wir mal ein kleines Dark Zone Action Video. Absichtlich mal ein bisschen Rogue gehen, mal ein paar Spieler klatschen. Sowas kommt immer ganz gut an. Vielleicht kriegen wir dann auch auf den Sack, wer weiß. Aber ich denke mal, ihr habt erstmal wieder ein Video für die nächste Zeit. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt mal in Ruhe nochmal ins Lager gehen und mir mein ganzes Equip, was ich hier jetzt, die 7 Items nochmal in Ruhe angucken, ein bisschen umrollen, gucken, ob ich da was Besseres kriege. Und sollte ich da irgendwas gefunden haben, was mir taugt, was besser ist als mein altes Item, dann würde ich euch das im nächsten Video nochmal mitteilen.
Ansonsten lasst Kommentare da, lasst Likes da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, euer Dark Resistance und ein schönes neues Jahr noch. Ciao.